Schneide nichts raus. So, also besprechen wir das Ganze mal, wie die Musterlösung richtig wäre. Das heißt, der erste Teil, den hatten wir ja hier schon teilweise besprochen gehabt. So, ich mache es mal ein bisschen größer, damit man es besser sieht. Also, das mit den Herrn Oberbürgermeister, auch hier ist ganz normale Privatanschrift nochmal. Also, hier oben haben wir die Absendeanschrift, dann den postalischen Vermerk. Hier muss man manchmal gucken, so Kleinigkeiten hier zwischen Einschreiben und Einwurf kommt noch so ein kleiner Bindestrich. Ja, aber das sind so Kleinigkeiten, da kriegen Sie im Regelfall in der Prüfung keine Abzüge. Ansonsten steht es in der DIN. Auch hier wieder Herrn Oberbürgermeister. Ich mache mal kurz die nicht druckbaren Zeichen aus, damit das nicht ganz so schlimm aussieht, damit Sie sehen, wo es hingeht. So, nächste. Machen wir es kleiner mal hier, das Ding. Das nächste war dieser Postzustellauftrag. Das haben wir dann hier drüben. Hier ist Folgendes. Je nachdem, wie Sie das haben wollen, sortieren Sie das. Ich habe das jetzt hier an dem Moment erstmal so sortiert, dass wir das ganze Ding schicken, und zwar an die Frau Professor Dr. Anne Vetter, Technische Universität. Das heißt, wenn Sie es andersrum drehen, ist das genauso in Ordnung, weil es von mir keine Vorgabe gab, an wen es direkt geht. Postzustellaufträge, wenn Sie Langeweile hatten, hat das irgendjemand gegoogelt? Nee. Das sind Dinge, die dürfte die Nyra GmbH gar nicht verschicken. Das sind also Sachen, die normalerweise so nicht gehen. Und zwar ein Postzustellauftrag ist im Endeffekt etwas, was das Amt schickt. Das ist zum Beispiel, das Gericht schickt Ihnen so ein Ding. Wer irgendwann mal eine Vorladung fürs Gericht bekommen hat, egal ob Zeuge oder irgendwas, das sind so ganz spezielle Umschläge. Und da wird 10-mal unterschrieben, der Postbote unterschreibt, die Leute, die es weggeschickt haben, unterschreiben, die sind nochmal Umschlag in Umschlag. Also das ist so ein etwas hochwertigeres Dokument. Das heißt also, die Dokumentation, die Nachweispflicht für so einen Postzustellauftrag ist deutlich höher. Deswegen dürfen das auch nur Ämter und irgendwie berechtigte Institutionen. Im Regelfall irgendwelche Kanzleien, die das vielleicht machen, oder Notare. Also das geht dann noch spezieller. Also es ist noch eine Nummer höher als Einschreiben eigenhändig. Also das ist wirklich ganz, ganz Urkunde und so weiter. Also wenn Sie sowas bekommen, dann können Sie eigentlich nicht raus. Sie können nicht sagen, das habe ich nicht bekommen. Das ist eigentlich der Hintergrund an diesen Dingern. Schreibt mal einfach oben drüber die Universität. Genau, das kann man. Genau. Weil Sie kriegen das nicht in eine Zeile. Sobald Sie das nicht in eine Zeile kriegen, ändern Sie es. So, die nächste Geschichte war hier drüben das Ganze. Und zwar, das war das mit der Wohnungsnummer. Das heißt, hier mal Büchersendung, Rechtsanwalt Dr. Siegfried Keller am Eberfeld 7. Und dann wird bei diesen Dingen wie Wohnungsnummer oder Apartment werden so zwei Slashs gesetzt. Und dann wird entweder Wohnung W oder Apartment APP, das wird dann so abgekürzt. Nein. Nein. Steht in der DIN übrigens auch drin. Also wenn Sie da gucken, Wohnung. Hatten wir bis jetzt in den Prüfungen noch nie gehabt. Aber es gab eine Prüfung, die war ein bisschen. Da mussten die Prüflinge ein Infoblatt erstellen, wo sie verschiedene Adressen drauf haben, die normgerecht geschrieben sind, und daneben schreiben, was das für eine Adresse ist. Das heißt, sowas kann auch nochmal passieren. Ja, und da hatten richtig viele Probleme, nämlich bei der Auslandsadresse. Da gab es eine Auslandsadresse mit Wien, die war eigentlich relativ entspannt, aber die hatten zum Beispiel diese Großschrift da vergessen. Ja, und da gab es dann direkt 2 Punkte Abzug. Ja. Zeige ich Ihnen aber nochmal, da gibt es noch ein paar Besonderheiten drin. Aber es steht im Regelfall alles in der DIN. Kurz mit den Wohnungsnummern, was da dahinter steckt. Es gibt zum Beispiel solche Studentensilos. Ja, also haben Sie so ein Studentenheim, und dann sind da in einer Wohnung wohnen dann vielleicht 5 Studenten. So, und die wechseln ja alle furzlang, ne? Und jetzt können Sie sich das vorstellen, wenn Sie jedes Mal einen Namen unten an die Klingelschilder, an die Postkasten, an den Briefkasten schreiben. Das sieht ja dann nach 2 Wochen aus wie die Sau. Deswegen stehen da unten nur Wohnungsnummern, und man stellt diesen Brief der Wohnung zu.
Irgendeiner aus der Wohnung hat einen Briefkastenschlüssel, geht rein und sagt, okay, das gehört dem, dem und dem. Ja, also das ist so die Idee mit diesen Wohnungsnummern. Das haben sie meistens in so großen Städten oder großen Wohneinheiten oder eben so Ständenwohnheime. Da wohnen sie einfach in der Wohnungsnummer und es steht kein Name an ihrem Briefkasten. Hat Vor- und Nachteile. Können Sie selber sehen. So, okay, das ist das hier. Also ich denke mal, der Dr. Siegfried Keller ist vielleicht irgendein Pro-Doc, der eben seit jahrelang Doktor ist. So, hier war es so, das ist eine Firmenanschrift, oder? Ich hatte nichts gesagt, dass das eine Privatanschrift ist. Und wenn das eine Firmenanschrift ist, ist der Punkt hier, dass der Brief nochmal an die Weber AG geht. Einschreiben eigenhändig bedeutet in dem Fall, es darf nur an den Herrn Dr. Fred Hoffmann ausgegeben werden. Oder an irgendeinen, der dazu berechtigt ist, mit Vollmacht. Ja? Und deswegen, weil es eine Firmenanschrift ist, kommt Anrede, Titel, Name in eine Zeile. Falls das mal nicht reinpasst, machen wir zwei Zeilen. So wie beim Privatbrief, Anrede, Beruf, nächste Zeile, Titel und so weiter. Wie bei der Professor Dr. Anne Vetter, das würde nicht ganz in eine Zeile gehen, sondern dann hätte man zwei Zeilen. Übrigens, da bitte drauf achten, weil wenn Sie so Leute haben von der Uni, seit einigen Jahren werden die Professoren an der Uni ganz oft mit Unif-Prof abgekürzt. Also Universitätsprofessorin oder Professor. Das hat den Grund, an freien Universitäten oder auch im Ausland sind Leute, die dort nur lehren, also vorne stehen, so wie wir jetzt hier, die werden dort als Professor bezeichnet. Aber die haben nicht habilitiert. Und in Deutschland, wer habilitiert hat, ist offiziell auch Professor, darf das sich in den Ausweis schreiben und so weiter. Und damit sie da eine Unterscheidung haben, haben oft die Universitätsprofessoren noch einen Unif-Prof davor. Einfach nur, wenn ihnen ein Kunde irgendwie so entgegenkommt und wenn sie das sehen, dann nehmen sie das Unif mit rein oder so, damit sie wirklich die korrekten Titel drin haben. Ja? Also kann ich danach noch eine Story erzählen, also die Leute triggern manchmal auf ihre Titel und je nachdem, wie sie sind, also je mehr Titel sie haben, desto weniger stressen sie, aber die kleinen Leute, die wollen ja für sie immer noch Herr Doktor oder so. Ja. Gut, kommen wir nochmal drauf. So, nächster Punkt war die Semantik. So, und das war hier ein Privatbrief. Und beim Privatbrief können Sie das ganz gut machen, dann machen wir im Endeffekt genau das, wie bei einem Privatbrief. Wir trennen das in die zwei Zeilen. Herrn, zum Beispiel Herrn Direktor oder irgendwas. Nächste Zeile Dr. Raimund Zink. Und dann erst kommt der Firmenname, also die Firma und Postleitzahl, Straße und so weiter. Das kommt alles unten drunter. Ja? Also ich stelle Ihnen die Musterlösung auch dann nochmal mit hoch. Also wichtig nochmal, der Privatbrief hat zuerst den Namen und dann die Firma. Und das hat zur Folge, dass in dem Unternehmen das niemand öffnen darf. Ist das soweit klar? Ja. Das ist mit Privat, weil ich dachte, wegen dem Semantik-KG. Ja. Das ist auch, das ist, ja. Also es ist eine. Das ist ein Privatbrief ins Unternehmen. Ich hatte es vorhin kurz erzählt. Ich gucke mal gerade, ob wir hier eine Nummer dazu haben. In der DIN. Moment. Da war nämlich auch was. Hier, gucken Sie mal bitte. Die Nummer P. Seite 91, P und ganz unten rechts. Da haben Sie genau sowas. Sehen Sie das? Da ist hier an den Herrn. Professor Dr. Jochen Schneider, Technische Universität, Fakultät und so weiter. Ja, das heißt, das ist ein Privatbrief. Dann kann man noch, das ist so, das kommt von früher, dass man noch das persönlich vertraulich oben drüber schreibt. Müssen Sie aber nicht, wenn Sie die Reihenfolge richtig haben. Okay? Das heißt, also zu all den ganzen Aufgaben haben Sie in der DIN irgendwelche Musterlösungen drin. Gut. Okay, soweit? Gut. So, dann haben wir das mit den Auslandsadressen. Hier sind zwei Sachen zu beachten. Bei der Auslandsadresse, die folgen nicht immer unseren Regeln. Bei gerade England oder Großbritannien, die Adresse, die hat eine andere Reihenfolge. Und zwar
Das erste ganz klar hier Mr. Keith Van Evenement. Und die Straße, Hausnummer ist in Großbritannien andersherum. Da kommt zuerst die Hausnummer und dann die Straße. Danach, alle Auslandsadressen werden in Großbuchstaben das Land und der Ort. Hier haben wir jetzt also London, dann kommt der ZIP-Code. Auch da gibt es eine Sortierung in England und Großbritannien, die ist ein bisschen anders wie bei uns. Das heißt, sie haben so ein Alphanumerisch mit Buchstaben und Zahlen. Weil ich gerade gesagt habe, sie sollen es googeln. Nee, das können sie ja nicht wissen. Das ist auch keine prüfungsrelevante Frage. Werden sie auch eine Prüfung nicht bekommen. Aber zwei, drei Sachen aus dem, was ich jetzt gleich sage, ist prüfungsrelevant. Aber Sie sollten einfach, wenn Sie ins Ausland was schicken, sollten Sie einfach vorher noch mal kurz googeln, wie die das gerne dort haben wollen. Das hat nämlich folgenden Grund. Wir schicken das weg hier bei uns, geht aus Deutschland raus. Jetzt geht es in die Postzentrale in Deutschland und deswegen steht das Land in Deutsch. Das heißt, die Postzentrale, der Postcomputer sortiert das jetzt alles nach, alle Post nach Großbritannien, kommt in einen großen Sack. Und wird dann halt nach Großbritannien geschickt. In Großbritannien ist ja jetzt jemand, der nicht aus Deutschland ist, der die Post sortiert. Und der muss ja dann wieder so die Post sortieren, wie es bei denen im Land üblich ist. Ist das so nachvollziehbar? Das Land deswegen in Deutsch. Und alles andere wird so geschrieben, wie das in dem Land üblich ist. So, und das hat nämlich jetzt folgenden Grund. Also London ist London, die Londoner sagen wahrscheinlich auch London dazu. Oder London. Ja, so. Aber wie gesagt, hier, ich hatte zwar Vereinigtes Königreich, aber das Ding heißt Großbritannien, auch nicht England, weil England ist nur ein Teil von Großbritannien. Ja, deswegen Großbritannien ist das Korrekte. Wenn Sie das schreiben, können Sie auch hier das einfach markieren und hier oben über Schriftart können Sie hier einfach auch einstellen, Großbuchstaben. Ja, da müssen Sie nicht auf der Großtaste rumhämmern. Und jetzt wird es interessant und das war nämlich auch der Punkt, wo in der Prüfung da ein paar Probleme kamen. Also, postalische Vermerkbar Luftpost. Sie können auch alle möglichen anderen Versionen nehmen, Par Avignon, Airmail und so weiter. Also kommt im Regelfall alles an. Aber im Deutschen heißt es Luftpost, international Airmail oder Par Avignon ist im Regelfall, schreibt man das ganz oft, auch für die ganzen afrikanischen Länder schreiben die meistens auf Par Avignon. Aber ist halt traditionell, aber Luftpost kommt im Regelfall an. Muss das aber auch mit drinstehen? Nee, also eins von beiden. Also entweder Luftpost oder Pavillon oder Airmail. Ja, also wenn Sie Luftpost schreiben, kommt im, genau, weil es ja von uns hier weggeht. Und meistens kriegen Sie da nochmal so einen Aufkleber und einen Stempel drauf, wo dann auch nochmal alles in allen möglichen Sprachen draufsteht, dass es Luftpost ist. Man geht davon aus, dass es schneller ankommt. Keine Ahnung, ich habe auch schon Briefe geschrieben aus dem Ausland und Luftpost und irgendwas und dann 4 Euro extra bezahlt und die normale Postkarte war schneller da als das. Ja, passiert. So, hier haben wir es jetzt so, das ist, wie Sie es drehen, können Sie auch wieder hier, ist Ihre Sache. Ich habe mal hier einfach das so rumgestellt, Signora Rebecca Lucas. Sie hätten es auch andersrum, Innova Spa, also es ist eine Firma, also beides wäre jetzt hier richtig, weil wir keine extra Vorgabe hatten. Via della Scrofa 177, ich glaube, die Italiener bringen mich gleich um, wenn ich das falsch ausgesprochen habe. Hier wird es aber interessant, weil, und das ist auch das, was für Sie wichtig ist und prüfungsrelevant, diese beiden Dinge. Im Ausland, Auslandsadressen, das Land wird in Deutsch geschrieben, Großbuchstaben, der Ort wird landestypisch geschrieben. Ja, es kann ja sein, dass der römische Post oder dass der Postbote in Italien sagt, Rom kenne ich nicht, weg. Ich kenne nur Roma. Bei uns gibt es nur Roma, kein Rom. Ja. Was kennen Sie noch so landestypische Schreibweisen für bestimmte Orte? Das ist das Land dann anders. Aber Mailand? Neapel? Wie schreiben die das? Weiß ich jetzt nicht. Aber Mailand haben wir jetzt? Milano, ja. Was haben wir noch? Ja, das ist wieder ein Ort. Land, Entschuldigung. Ja, aber Orte. Moskau? Moskau oder ist noch W irgendwo dazwischen? Moskau?
Genau, also das heißt, der Ort wird immer landestypisch, ja? Milano, Mailand, Rom, Roma, ja? Also das ist immer landestypisch, der Ort, Großbuchstaben und das Land in Deutsch, Großbuchstaben. Dann, wenn es keine Fragen gibt, mache ich mal hier zu. So, Moment.